Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Franzis Adventskalender Entdecken und Experimentieren, Schwerpunktthema mit Elektrotechnik, und da machen wir jetzt Türchen Nummer 8 auf. Türchen Nummer 8. 9, 8. Da. Was ist das aus Metall? Op, hat sich schon geklärt. Ich weiß nicht, ob die Kamera das erfasst hat. Ein Magnet. Hat sich sofort erklärt, was das ist. So, was sollen wir denn damit machen? Magnetische Kräfte. Versuch 1, Versuch 2, ach Gott, 3 Versuche. Gegenstände magnetisieren, also eigentlich 4 Versuche. Gut, gucken wir mal. Achtung, Verletzungsgefahr. Dieser Magnet ist sehr stark. Sei vorsichtig bei der Annäherung an Eisen und Stahl. Vermeide es, deine Finger einzuklemmen. Ja, ein bisschen gesunder Menschenverstand, aber naja, hochlebe den Neoliberalismus. Versuch 1. Öffne das Türchen Nummer 8 und nimm einen Stabmagneten heraus. Das ist also ein Stabmagnet. Okay. Halte den Magneten an unterschiedliche Gegenstände. Manche werden angezogen, manche nicht. Alle Gegenstände aus Eisen und Stahl werden von einem Magneten angezogen. Er eignet sich daher zu Materialuntersuchung. Oh ja, der hat es wirklich in sich, ja. Das ist wirklich. Ja, gut. Versuch 1 haben wir also erledigt. Versuch 2. Untersuche deine Batterien. Einfache Zink-Kohle-Batterien werden nicht angezogen, denn Zink ist nicht magnetisch. Aber wenn es Alkali sind, kann der Magnet sie anheben oder an ihnen haften, weil die äußere Hülle aus Stahl ist. So. Alkali. Und was ist mit Akkus? Nickel-Metall-Hybrid-Akkus. Aber habe ich Zink-Kohle-Batterien da? Also Versuch Nummer 2 muss flach fallen. Ich habe Zink-Kohle-Batterien, habe ich nicht mehr da. Selbst die Billig-Batterien scheinen heute Alkali zu sein. Okay, so Versuch Nummer 3. Teste die Anschlussdrähte der LEDs. Sie werden stark angezogen. Es sind nämlich Drähte aus Eisen. Das mit anderem Metall wie Silber oder Zinn überzogen ist. Der Draht, das ist korrekt, reagiert nicht. Ja, die Batterie reagiert. Das ist aus dem IoT-Adventskalender. Und was sollen wir noch machen? Achso, wir sollen Papier dazwischen klemmen. Also, das hält sogar sehr, sehr gut. Auch mit Papier dazwischen, ja gut, aber das sind Experimente, ja. Es ist ein Kinder-Adventskalender. Gut. So, hätten wir Versuch 3 auch gemacht. Gegenstände magnetisieren, ja, das ist natürlich klar mit. Können wir auch eben machen. Büroklammer. Nee. Geht besser mit der Kamera. So, und wenn wir den mal, Moment mal, so, und wenn wir den hier abziehen, sollten eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob die Kamera das kann, aber Gegenstände magnetisieren und irgendwo bleiben werden die dann auch zum Dauermagneten. Das hat man alles mal in der Schule gemacht, ja, okay. So, das wäre Tag 8 gewesen, käme als nächstes Tag 9. Bewegte Farben. Bis dahin. Tschüss.